Es ist soweit. Heute machen wir etwas Besonderes. Wer hat keine Lust? Ich bin gerade am Überlegen, was wir Besonderes machen. Na, das, worauf du wenig Lust hast. Ja. Das sind nicht Lutschis. Mhm. Oder sind die Lutschis dran? Ich bin auch zum Kacken hin und her. Was? Was? Ja, ist klar. Wow, das ist mal viel Dünger. Nein, das war ja. So. Vor allem, das ist alles, was wir haben. 700 und ein. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen gemütlich Pflanzenfresser Zeug machen. Ich hab dir mal was in deinen Kuchen. Riecht mir das so aus? Ja. Habe ich was reingelegt. Ach Gott. Ich hab's befürchtet. Ja, Leute, heute sind die Lutschis dran. Mit unseren schicken Spinos, die wir gezüchtet haben. Wo sind eigentlich die Eltern? Im Ball verschwunden. Hey. Ja, ich habe sie eingepackt. Gut. Wollen wir da mal loslegen? Hallo, komm ich hier mal weg. Also, Zähmzeug mitnehmen, Kapseln mitnehmen, Essen mitnehmen und dann können wir eigentlich los. Augenblick. Ich möchte das hier noch machen. Vorneweg gesagt, ich weiß nicht genau, wie lange heute die heutige Folge wird, da ich ein bisschen fiebrig heute bin, oder zumindest habe ich Temperatur. Wir machen einfach mal so lange, wie ich mich fit genug fühle. Daher einfach mal abwarten. Zudem hoffe ich, dass es nicht allzu zu Lecks kommt, da mein PC ziemlich arg ausgelastet ist. Der hat seit... wie lange ist es jetzt her? 4 Tage ungefähr. Macht er ein bisschen Sorgen? So, ja, also der PC an sich eigentlich nicht, aber es ist ein bisschen was Komisches passiert, weswegen es sehr, sehr komisch ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch das schon mal passiert ist, dass ihr irgendwie auf einmal Ordner in euren auf euren Festplatten verloren habt, mit Inhalt und alles. Und ihr habt sie nicht gelöscht und es war auch kein Ausfall und es war eigentlich alles so wie immer, alles ganz normal auf immer war, aber der Ordner weg. Das ist mir nämlich passiert und ja, ich habe Wiederherstellungsprogramme probiert und ich habe ihn auch nicht verschoben oder sowas und bisher hat nicht eins den Ordner oder einen der Unterordner wiedergefunden. Es ist sehr eigenartig. Es macht mir Kopfzerbrechen. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ja, weißt du, vor allen Dingen, ich habe geguckt, also gesagt, ich glaube, jeder sagt ja als erstes, guck mal, ob du ihn verschoben hast. Habe ich auch gemacht. Und der Witz war, ich hatte so, hab so überlegt, so, was wolltest du damit machen? Ja, ich wollte den Ordner, war ich mal am Überlegen, ihn aufzulösen und die Unterordner in die anderen, es gibt nämlich noch einen anderen Ordner, der thematisch da auch Sachen hat. Da wollte ich das eigentlich mal einsortieren, habe es aber nie gemacht, weil ich dachte, so geteilt ist eigentlich auch ganz okay. Dann wusste ich so, das ist das eine und das ist das andere. Gehört zum Thema zwar dazu, aber ist nochmal was anderes. Also ich habe es nie gemacht. Ich habe es auch nie gelöscht oder sonst was. Und ich habe auch gesucht über, ich nenne es immer noch Arbeitsplatz. Bei Windows 10 ist es ja eigentlich dieser PC, aber es ist immer noch dasselbe. Nichts gefunden. Und also nicht verschoben, nicht umbenannt oder sowas. Und ja, dann habe ich erst ein Wiederherstellungsprogramm benutzt. Das hat nichts gefunden. Also es hat zwar Dateien gefunden, aber eben nicht die, die ich gesucht habe. Und dann das nächste, dasselbe Problem. Und jetzt im Moment habe ich noch im Grunde noch eins laufen. Bei dem ich nicht weiß, ob das was findet, das dauert, das läuft halt ewig. Also es lief jetzt schon, ich glaube, 3 Tage. Also wir sind jetzt an den 3 Tagen, an dem 3. Tag sozusagen dran und wohlgemerkt mit Pausen. Und es will jetzt immer noch an die 100 Stunden laufen. Also ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Programm braucht. Ja, es ist eine relativ große Festplatte, aber
Das andere Programm, was jetzt das dritte, das ich jetzt noch habe, das geht lustigerweise ein ganzes Stück schneller. Und weißt du, was merkwürdig ist? Du weißt ja, um welche Festplatte es geht, ne? Komischerweise, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ARC auf dieser Festplatte hatte, aber in das Programm, das dritte, was ich jetzt habe, zeigt mir halt so ganze Datensätze von ARC an. Okay. Ja, ich bin überlegen, habe ich das schon mal da drauf getan? Oder so? Ich habe keine Ahnung, es ist sehr merkwürdig. Und wie gesagt, es werden Dateien zwar gezeigt, die ich weiß, dass ich sie gelöscht habe, weil ich davon Kopien habe. Oder ich sie nicht mehr gebraucht habe oder sowas. Beispielsweise sämtliche Dateien von Aufnahmen und dann die Bearbeitungsdatei, die ja noch extra kommt, wenn man immer die Schnitte und alles macht. Ja, die weiß ich, dass ich die gelöscht habe. Die findet das alle Programme lustigerweise aber trotzdem wieder. Nur dieser Ordner ist ein Bilderordner, wohlgemerkt. Und dieser Ordner taucht nicht auf. Never ever. Ich habe sogar bei dem einen Programm die Möglichkeit, mehrfach Überschreibungen anzugeben. Also es geht irgendwie bei einem einfach, dann glaube ich 3, dann 7 und das höchste sind glaube ich um die 36 und es ist nirgendwo dabei. Also die Programme tun so, als hätte es diesen Ordner nie gegeben und ich weiß, dass es den gegeben hat. Den habe ich nämlich schon mehrere Jahre. Und dementsprechend ist halt gerade so ein bisschen die Sucherei ganz groß und ja, ist ein bisschen doof. Ich bin deswegen auch so ein bisschen angefressen. Weil. Naja, wäre ich aber auch. Ich meine, wer wäre es denn nicht? Ja, überleg mal, du hast einige dieser Dateien, also die ältesten Dateien, die da drin waren, sind jetzt bestimmt 15 Jahre her, wo ich mir die mal geholt habe. Und ich hänge immer noch sehr daran. Einmal, es sind tolle Bilder, zum anderen ist es nostalgisch ein bisschen was. Es ist so der Anfang meiner Zeit, wie ich dann langsam aber sicher ins Internet kam. Und das Blöde ist, ein Großteil von denen kriegt man nicht mehr. Also die sind auch komplett nicht wiederherstellbar. Also für den ganz alten. Die neuen, die habe ich jetzt zwar aus Verzweiflung jetzt mal nach und nach wieder besorgt. Da fehlen auch welche, aber naja. Ich hoffe ja immer noch, dass ich sie trotzdem noch irgendwie finde. Irgendwo versteckt. Weil es kann ja nicht sein, dass sie einfach weg sind. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Da oben ist der Tabitha. Das habe ich euch genug mit meinen Datenproblemen vollgenölt. Wie gesagt, falls ihr das auch mal hattet, könnt ihr mal schreiben. Interessiert mich mal, ob ich da alleine bin mit dem Problem. Mit verschwindenden Daten, die man definitiv nicht gelöscht hat. Ominös verschwindenden Daten. Ja, das ist schon. Gib's zu, du hast mir heute extra nicht gesagt, was wir machen. Eigentlich hatte ich dir das schon vor Tagen gesagt. Das Problem war, eigentlich wollten wir das schon vor 4 Tagen machen. Und vor 4 Tagen ist mir dann aufgefallen, dass mein Ordner fehlt. Das hat alles über die Kante geworfen. Dementsprechend holen wir das jetzt heute nach. Du hattest wohl gehofft, dass ich das einfach fallen lasse, was? Natürlich nicht. Entschuldigung, das war es. Ich bin Also ich sag dir mal so, du könntest ja einfach wieder dahin gehen, wo du ja gesagt hast, da willst du nie wieder hin. Da sind wir denn da? Wird aber ja nichts, mit vom Acker. Finde nur ich diese Viecher so widerlich. Ich finde sie halt merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr nicht. Also, wenn es unter die Kategorie Insekt fällt, dann sind es sehr merkwürdige Insekten. Wobei eigentlich stimmt es nicht, weil Spinnentiere gehören ja nicht direkt zu Insekten, sondern sie gehören zu den Arthropoden, den Gliederfüßlern. Jetzt sind die anderen dann nicht haben. Da kam ein Moschus in meine Fall. Okay. Also Insekt ist da immer ganz falsch. Spinnentiere sind eine eigene Kategorie und keine Insekten. Also irgendwie finde ich die Bäume nicht mehr. Warum finde ich die Bäume nicht mehr?
Okay. Hier, ich will so einen 900er haben. Also wenn, dann soll es sich auch voll lohnen. Faye, wo bist du denn? Hier. Bist du schon angelutscht worden, oder was? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das hättest du mitgekriegt, wenn ich schon angelutscht worden wäre. Ja, der Empörungsschrei wäre full mental episch gewesen. Wo genau bist du denn? Dann suche ich dich mal. Oh, ich bin auch in der ganz falschen Ecke, glaube ich, oder? Mmh. 270, 330. Gott sei Dank, muss ich nicht. Euren. Was nochmal? Wo bist du? Ich bin jetzt auf 65, 79. Oh, da bist du in dieser Richtung. Okay. männlich 270 und weiblich 330. Ich hab schon warte, ich suche. Sieh mich Gott sei Dank noch nicht. Ach, warte. Da kann ich gerade irgendwie nichts töten, ich finde zumindest nichts. Ach nee, nur ein Belzebufo 330, der auf dem Baum. Siehst du? Hast du gerade Zahlen gesehen? Siehst du Zahlen? Nee. Okay. Hier ist ein Baum. Hast du meine Zahlen gesehen? Das müsste eigentlich in deiner Nähe sein. Ich bin in der Nähe. Hier ist ein riesengroßer, umgestürzter Baum mit Geschlotter unten dran. Ist der komplett umgestürzt? Also, er ist oben abgebrochen. Er ist halb mit dem Wurzelwerk draußen und man könnte drunter durchlaufen. Ja. Das kann eigentlich nicht so weit sein. Ist bei dir ein Klitsch in der Nähe unter einem Baum? Also im Wurzelbereich von dem Baum? Nein. Also 79 und was war das andere? 65. 65, 79, ja. Da bin ich nicht so weit von dir weg. Ich bin da, wo dieser Klitsch im Baum ist. Das ist halt auf der anderen Seite. Das Video kann ich nicht rein. Okay, gut, dann. Ich will nochmal zurück. Ach toll. Das letzte Mal konnte ich hier drüber fliegen und jetzt nicht. Ah. Wir sind gleich zurück. So, wieder draußen. Hm, was denn? Ach, ich hab mich in dem einen Würfelwerk gefahren. Mal stehen, kann mal stehen. Oh, du siehst mich? Ah ja, hi. Boah, 870, das ist heftig. So. So, Lutschis, du hast Lutschis gefunden. Ja. Und zwar jetzt guckt hier oben links von uns an den Baum. Toll, ich sehe gerade nicht so viel, weil da sagt ich mir mein Spiel wieder zwischendurch. Oh ja. 330 und was ist das andere? 270. Oh, okay, das kann ich ja nicht sehen. Das sind jetzt die 1, 6 und 2. Hier ja. Sehr. Ich habe sie Gott sei Dank noch nicht gesehen. Deswegen, also ich bin jetzt hier vorgelaufen, guck, das ist ein riesengroßer Baumsturm. Hier sind auch bisher noch keine. Man kann ich hier hoch? Das ist ja auch unheimlich lustig. Warum bleib ich schon von überall hin?
bin ein Stück jetzt hochgekommen. Und jetzt falle ich runter. Das zählt nicht, dein Spino kann ja auch fliegen. Okay. Oh, hier sind Leeches, wie geht das? So. Ah, das ist eine Puma, okay. Wo bist du schon wieder? Ich bin noch hier vorne. Ja, aber du versuchst mal den Weg zurückzukommen. Wo bist du denn? Ach da. Können wir mal noch da hinten gehen? Also eigentlich rein theoretisch müssten wir jetzt in diese Richtung laufen. Warte. Wo ich jetzt hingucke. Warte, ich guck gleich. Da war dieses eklig miese Gebiet. Ich kann mal gucken, wenn ich nicht mehr geguckt. Ich sehe dich nämlich schon wieder nicht mehr. Ich bin noch bei dem Baum. Stumm. Ach ja. Nein, dann lass uns mal hingehen. Ladies first. Bitte. Guck mich nicht so an. Also lass es nicht mal so ausdrücken. Du kommst hier heute nicht vorbei, ohne nicht aufgelutscht zu werden. Ja, man muss ja. Oh Mann. Kacke. Aber wir wollen wenigstens was, was Schönes kriegen, also was, was sich auch lohnt. Also wenn schon Lutschis, dann richtige. Popel-Lutschis wollen wir nicht. Jetzt muss ich hier irgendwo rechts hoch. Genau, links war dieses komische Gebilde. Jetzt hier hoch und dann in den Bäumen. Es ist schön, wie genau du noch weißt, wo die sind. Ja, sowas kann ich mir leider merken. Da viel Kacke vom Baum. Was? Da viel Kacke vom Baum. Ja, da rennt bestimmt irgendein Belzebufo, Mushops, Pronto oder sonst was rum. Also einen Lutschi sehe ich jetzt noch nirgendwo. Okay, mal weiter, die Kacke. Oh, ein Spino. Wartlich 570. Das ist gut. Vielleicht lebt sie nachher. Wäre schön. Ah ja, Lutschi-Gebiet. Ah. Gib's doch zu. Da oben hängt eine. Weitergehen? Da oben hängt eine Carbonemis. Im Baum hängt ein Schild, Leute. Was kann ich? Also, das ich meine, ich habe ganz schlimm. Ich muss ins Bett. Du gehst vorne weg.
Das war mein Handy. Bitte ignorieren wir es. Ups, ich habe einen Frosch getreten. Ich bin auch Gemüse. Da ist ja auch nicht so viel drin. Ne? Gib's doch zu. Was? Bevor ich online kam, hast du alle weggekillt. Nein, ich war damit beschäftigt, meine Sachen zu suchen, weil irgendjemand mich ausgezogen hat. Was heißt denn hier irgendjemand? Das kannst du ja nur du gewesen sein. Ah, ich hab da gerade was gesehen. Irgendwo da rechts im Baum hängt einer. Ich hatte gerade eben versucht, irgendein Vieh hochzuziehen. 360 weiblich habe ich hier auf der Linse. Rechts? Ja, hier rechts und hier oben, wo die drei Pilze rausgucken. Oh, da ist noch einer. Oder? Was habe ich denn gerade gesehen? Da war doch ein Männchen. Ja, hinter dem Felsen 20. muss einer sein. Ich kann aber nicht in die Linse. Da sprang eine Wildsau vom Bau. Okay. Wie gut, dass dieses Spiel nicht merkwürdig ist. Es ist arg. Ja, lass mich mal gucken. Wie könnte der gewesen sein? Da ist einer. 120. Was bist du? 270. Hattest du nicht gestern den 900er? Da sitzt noch einer. 330. Schon wieder 330. Ich will kein Problem. Also wenn, dann muss es sich schon lohnen. Kannst du irgendwo eine Petition unterschreiben, dass ich mich nicht unter Level 900 anlutschen lasse? Das würde ich auch gerne machen. Das Problem ist, wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal nur einen, oder? Das sieht gerade aus, weiter. Ja. Ich glaube, ich muss noch mal rein. Das ist ein Paradebeispiel für wenn du mal was suchst. Neulich. Mach. Oder soll ich? Also ich hoffe ja, dass Drachi da keinen 900er anlutscht. Das wäre sehr, sehr schade. Und ich lutsche gerade gar keine Ahnung warum. Oho, wir haben schon lange keinen 900er Platzdorfer gesehen. Ah, du versuchst die Art-Taktik. Wie gut, dass hier keine Platzdorfer sind. Ich weiß nicht mal mehr, wo du bist. Sicher. Ich weiß nicht mal mehr, wo du bist. Ich bin gerade aus. Was bist du? Da war ein Spino-Weibchen. Och nee. Doch, vom Iguana dann getötet worden, dann von mir gefressen worden. Ja. Das war aber nicht das, was wir vorhin gesehen haben, oder? Nee, nee, die war 120. Die andere war ja 500 irgendwas. So, wir choosen Death. Oh nein, 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 nein.
Leben weg. So. Also, da war nochmal ein 270er. Oh. 840er Bloodstalker. Und der eine frisst gerade einen Iguanodon. Ich habe ein 840er Weibchen gefunden. Nehme ich gerne gegen 900. Wo bist du? Sieht aus wie riesengroße Trauerweiden. Ich lache gerade aus hier durch den. Toll. Oh, warte, ich sehe da vorne eine Aufgabe. Was ist das denn? Guck mal eben, was das für eine Aufgabe ist. Ja, hier. Können sich hier hinten wahrscheinlich um diese King of Swing oder sowas. Nee, es ist Along Came Colin. Lol? Ja, da bin ich gerade. Okay. Und da kannst du mal herkommen, wenn du so weit bist. Ach, ich hab das 810 Weibchen gefunden. Und zwei Glitches sind da. Stopp, stopp, stopp. Guck mal rechts. Da oben, ja, und da drüben ist die. Hab sie gesehen. Und hier unten in die andere Richtung, wo ich gerade herkam, ist die und Along Came Pullen Aufgabe. Mhm. Komm runter. Sehr lecker. Na komm, geh, lass dich anrutschen. Den ersten wollte ich dir überlassen. Ist ein Weibchen. Menschen, ah, was? Ja, da holst du mich doch ran. Was? Was ist denn? Ich hab was anderes in der Hand. Du darfst dich nicht eben wehren, ne? Hm? Du musst dich schon hochziehen lassen. Ja, die lässt mich immer wieder los. Okay. Hm, Dilo Level 600. So, der ist ja. Hat jetzt die mit 48 dich oder nicht? Nein, das ist der 90er, der dich da hat. Ah, der ist am Boden und killt mich. Warte, komm. Ah, ist okay. 90er wollen wir nicht. Ah, was hat mich da? Ich sehe es nicht. Ist auf jeden Fall nicht das Weibchen. Doch, die hatte ich. Ah, oh, okay. 840. Wir sind bei 0% in der 10-Leiste. Mhm. Die sind aber ganz schön am Lutschen. Ich kann doch nicht mal dagegen ankämpfen. 1%. Ist positiv. Du hast die Blutdinger aber auch bei dir im Inventar. Mhm. Gut. Aber wahrscheinlich nicht genug. Ich hätte schon 40 weggelutscht. Meine Güte, hat sie einen Hunger. Kann ich mal hier gehen, Mann? Ich glaube, das werde ich nicht überleben. 3%. Ja, wenn du keine Blutdinger mehr hast, dann werde ich einfach eine Pixel noch meine. Also war die 10-Effektivität weg. Vielleicht auch nicht. Das Ding oder ist cool? 810. Die fühlen sich automatisch nach? Was? Ja, ja. 5, 4, 2. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken.
Lecker Gemüse. Kann ich streicheln? Oh. Ja, kann ich. Nein. Dir so. So, während ich hier hänge, kann ich Helena sagen. Hi. Ich hätte auch, dass Helena fragt, so, und wie geht's dir so? Bist du am Abhängen hier? Ich bin sowas von am Abhängen. Und wirst gleichzeitig gelutscht. Mhm. Oh, ich hab doch noch mehr dabei. Oh, das ist so schön. Ach ja, okay. Ich weiß warum. Ich bin blöd. Ich habe mir extra einen Ordner gemacht und habe den Ordner nicht gesehen. Ah, okay. Ja. Und wie weit ist so deine 10-Rate? Wahnsinn, Muskel. Gleich. Also, jetzt sind wir bei 19. Jetzt hat sie schon 300 weggelutscht. Wow. Soll ich dir was sagen, das eklige Pferd, wenigstens blaue Beine. Siehst du, hab ich doch gleich die richtige für dich ausgesucht. Man hört, wie glücklich sie ist. Mhm. Oh, ich weiß, was ich dir zu Weihnachten schenke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt beruhigen soll. In dieser Situation, wenn du sowas sagst. Also du kriegst dann einfach von mir eine Kakaokarte mit mit einem Plotzsocker drauf. Das ist die Idee! Das hat vorher noch keiner gemacht. Das stimmt allerdings. Man hört richtig, wie Faye begeistert ist. Natürlich, immer wenn du bist. Hm? Nix, alles okay. Mhm. Das war nur ein Auto. Das sieht aus wie so ein schräger Alien-Creepy-Porno da oben. Danke, danke für diese Bilder im Kopf. Ja, aber siehst mal so, das ist dann eher die schlechte Variante, weil du ja dann ein Weibchen hast. Wenn es ein Kerl wäre, wäre das was anderes. Ja, ich weiß, da gibt es jetzt bestimmt ich weiß ja nicht mal, ob meinen Zuschauern so welche sind, die diese Art von Unterhaltung mögen. Aber ihr müsst mir jetzt nicht unbedingt erzählen, dass es da noch ganz andere Varianten gibt. Das ist mir durchaus bewusst. Wem es gefällt, schön, nicht meine Sparte. Naja. Hey, bis ihr euch da oben ausgemehrt habt und dieser Plotzsocker sich entschieden hat, um mit uns zu kommen, muss ich unsere Zuschauer ein bisschen unterhalten und da knallt mir ein Video. Ja. Ich hänge ja eh hier noch eine Weile, also von daher. Aber hey, du hängst super. Mhm. 1A. Ja. Ohne Schuhe. Ja, siehst du? Wie viele können das schon von sich behaupten? Ei. Oh, da ist ein Weibchen. Bei 33%, was mache ich? Oh. Das ist doch super. Und ihr Lieben, wie habt ihr bis jetzt so die Pandemie überstanden? Nein, ich warte nicht auf eine Antwort, ich bin nur gerade nebenbei am Trinken. Ich werde es dann in euren Kommentaren hier dann lesen. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Bleibt alle schön gesund. Mhm, und haltet euch an die Maßnahmen, die getroffen werden. Ja.
Smack, man hört ja leider Gottes von sehr, sehr vielen nicht ganz so klugen Leuten, will ich sagen. Ja, man muss es mal so betrachten. Es muss schon was dran sein, wenn so viele sich jetzt gerade neu infizieren. Es mag doof sein, aber denkt an euch, denkt an eure Lieben. Lieber vorsichtig sein, als dann die böse Überraschung haben und vielleicht am Ende dann da stehen und denken, hätte ich doch nur, das will keiner. Ja. Abgesehen davon, es ist ja auch nicht viel. Ihr müsst ja einfach nur eine Maske tragen. Da gibt es so viele Designs. Ich meine, da sind jetzt auch einige draufgesprungen. Und könnt ihr euch eine aussuchen, die ihr wollt? Ihr könnt die bestimmt sogar auf irgendeiner Seite customizen oder so. Oder selber machen. Ich meine, Pandemie, ihr seid eh zu Hause. Könnt ihr vielleicht auch was Neues in eurem Repertoire aufnehmen. Und ansonsten ist es einfach Abstand halten. Das kann eigentlich jetzt nicht so schwer sein. Ich meine, man kann auch jemandem sagen, dass man ihn gern hat, auch wenn man nicht direkt aufeinander hängt. Und das stimmt. Ja. Und außerdem kann man ja coole Begrüßungsdinger machen. Ich meine, der Ellbogen ist ja eine Nummer, da gibt es bestimmt andere, wo man jetzt nicht sich gerade die Hände gibt. Da gibt es bestimmt irgendwelche kreative Leute da draußen, die da auch auf irgendwas kommen. Wobei ich jetzt mal zugeben muss, dass ich jetzt auch mal, also ich bin ja jemand, der kein Problem unbedingt damit hat, einen Großteil seiner Zeit zu Hause zu verbringen. Ich muss aber sagen, ich hatte jetzt das auch vor ein paar Wochen, dass ich während dem Einkaufen mir einfach nicht mal so im Kopf kam, dass es mir gerade wirklich fehlt, durch Stände zu laufen, also auf großen Veranstaltungen und so. Und einfach nochmal zu gucken, was die Leute so anbieten, Essensgeschäfte mal besuchen, weil man da mal was essen kann, was man jetzt nicht unbedingt zu Hause macht. Oder es da auch nicht gibt. Das hat mir mal gerade so gefehlt. Ich meine, ich kam dann gleich wieder dieses, du weißt, dass es nicht geht, aber ja, das weiß ich. Aber ich kann es auch trotzdem jetzt gerade mal vermissen. 50%. Yay! Du hängst du noch mal so lange da oben. Das ist ja das Schlimme, du kannst ja nicht mal sagen, es geht nicht. Ich wollte nochmal so ein Statement geben, wie weit wir schon sind. Das ist doch sehr gut. Meine Güte, ist die Alte hässlich. Ich habe halt Zeit, mir die genauer jetzt anzugucken, zumindest am Bauch. Und ich meine, so viel, wie die jetzt schon gesoffen hat, die müsste eigentlich platzen. Das müsste aussehen wie so eine hässliche, dicke Zecke. Weißt du, das ist wie mit Zecken und Mücken. Die können noch so fett sein mit dem Zeug, was sie gesoffen haben. Die können dann immer noch einigermaßen sich bewegen. Wieso allerdings wie ein Betrunkener ist mir mal aufgefallen. Ich hatte das mal, das ist eine richtig große, fette Mücke. Nicht diese süßen Kleinen, die man ja manchmal kennt. Von denen eigentlich nur die Männchen süß sind, weil die auch eigentlich stechen, aber so richtig große, die hat sich richtig fett gesaugt und als sie dann fertig war, hat sie ihren Stachel oder Rüssel rausgezogen und es wollte dann losfliegen und weil die so schwer war, ist sie wirklich wie so eine besoffene, dann ganz langsam war die am Wegfliegen. Das hat sie aber auch noch nur ungefähr 15 cm weit geschafft, dann hat meine Mutter sie zermatscht. Weil wir das ja vorhin so schön im anderen Spiel hatten, wie war euer Wetter so? Bei uns hat es heute geregnet. Seit gestern. Also gestern Abend hat es angefangen und dann ging es den ganzen Tag so weiter. Das war herrlich. Und bei uns mit Unterbrechung. Okay. Und gelegentlich ein Tatütata dazwischen. Oh. Ich weiß nicht, was momentan hier die Feuerwehr bzw. die Krankenwagen und Polizei unterwegs ist, das ist wow. Okay.
warte, wenn die jetzt fertig gelutscht hat, ja, dann grabbelt mich aber nicht der neben mir an, oder? Da ist noch jemand. Ja. Also ich sehe nur da hinten noch ein Weibchen Level 540. Ich weiß nicht, wo der noch jemand ist. Also direkt neben mir, ich kann, oder kann ich das ausrüsten? Ne, ich kann leider keine Sachen aus meinem Inventar ausrüsten. Also ich habe die ein Stück weiter unter dir von mir aus gesehen. Nee, direkt neben mir. Ne? Auf gleicher Höhe am anderen Ast. Der Ast gabelt sich da. Ja. Und an der anderen Gabelung hängt das andere. Ich sehe da echt dunkel. Mhm. Ich habe zwar Halluzinationen, aber so schlimm sind die nun auch wieder nicht. 70%. Ich habe noch ein Weibchen mit 810 gefunden. Ich wollte aber ein Männchen haben. Mit dem hohen Level. Ah, das ist das Weibchen, was du vorhin gesehen hast. Und ich habe das 840er gesehen. So, okay. Ja, ich hoffe mal, dass es... ich weiß nicht, ich denke mal theoretisch, entweder bleibst du dann da oben mit deinem Plotstalker da oben hängen. Oder ihr fallt dann erstmal runter auf den Boden. Und ich glaube, theoretisch könnte dann höchstens die euch angreifen. Aber du bist dann immer noch mit dem Plotstalker, glaube ich, verbunden, also können die dich nicht da einfach wegziehen. Ja, Gott sei Dank. Und direkt vor mir hängt ja noch einer. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass da noch viel mehr auf einmal hängen, komischerweise. Also das, was... Nee, also der vor dir hängt, das ist das Weibchen mit 540, die hatte ich vorhin schon entdeckt. Die hängt schon eine Weile da. Das 810er hattest du ja vorhin erwähnt. Und ich war mir sicher, dass was ich gesehen habe, im 840er war. Das ist das, wo du jetzt dranhängst. Das ist hier drüben. Das ist das wahrscheinlich, was du siehst. Und dahinter ist noch ein Männchen 120. Die habe ich vorher nicht gesehen. Das und am anderen Ast, also der direkt quasi gegenüber von dem Ast, wo wir dranhängen, hängt jetzt auch noch eins. Vom selben Baum? Ja. Ja, das könnte das. Einfach in die andere Richtung gucken. Ja gut, das kann von hier oben. Von okay. Hier oben. Was? Das ist uncool. Was? Ich werde nur von Insekten angegriffen, ich kann mich nicht wehren. Oh. Ich dachte, das war Arsch. Komm schon, züppel ein bisschen schneller. 82%. Das Lustige ist, ich kann die gar nicht sehen. Ich würde jetzt gerne hauen, aber ich glaube, das wäre sehr optimal. Ja. Ist das eine Titanomimma, die dich da angreift? Das ist ein Insektenschwarm. Ah, das sehe ich von hier aus nicht. Ich hab doch gesagt, ich komme blöde Insekten. Eine Titanomimma ist auch ein Insekt. Du weißt ganz genau, was ich verdammt nochmal in diesem Moment meine. Nein, keine Sorge, Fels ist nicht sauer auf mich. Sie ist nur angenervt, dass ich sie dazu zwinge, hier sich sie lutschen zu lassen. Ja, noch als Erste. Gibst du, du hast auch nur Angst, dass ich weglaufe. Naja. Du weißt, dass ich das aufnehme, also. Ich glaube, du möchtest schon dein Gesicht wahren, also von daher. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt als erstes Weibchen gefunden. Ich dachte, du wolltest ein Weibchen haben. Ich möchte eine Eule haben. Ja? Falsches Biom, Schatz. Wäre ja cool, wenn so ein hochleveliges Männchen hier auch irgendwo rumhängen würde. Nicht nur solche. Ja.
Ich hoffe, ich habe es mitgenommen. Ich habe gerade verstanden, du hast gesagt, ich hoffe, ich habe es mitgenommen. Sowas, das spielt hier auch mit. Essen. Ja, Nom, nom, nom. ja, das ist mir dann auch schon klar. Es war klang nur erst so. Ah, 23%. Komm schon. Hey, du packst das. Wie viel Blut hast du noch? Ich hab noch 83. Das wird aber lang. Ja, das ist gut. Neunzig Komma fünf. Und noch 27. Ja, 22, 21, 19. Jetzt wird er gierig. Okay. Ah. Was ist das denn? Ja. Oh Gott, da wird er mir schlecht. Gemacht. Was ist los, so blödes Viech? So. Und die lassen sich doch nicht fliegen, oder? Die anderen lassen sich nicht fliegen. Toll. Kannst mal gucken, wo mein Platz da ist. Wieso? Ich hole gerade vom nächsten Mal gewünscht. Okay. Ja, das tat weh. Der hat dich echt da runterziehen können? Wow. Hier reinst du. Wasserläufer. Wobei, das sieht gerade aus, als würde er dich ersäufen. Nee, bei mir schwebe ich drüber. Okay. Naja, du nimmst zumindest ein sehr erfrischendes Bad. Immerhin noch mit Hose, weil es sieht aus, als hättest du dein Oberteil verloren. Ja, hab ich auch. Meine Hose hat auch noch nach. Scheiße, mach ich das weg. Mach das weg. Oh, das.
gerade mit dem Ding. Verdammt, Kacke. Ich glaube, 10 musst du finden. So, auf. Ich hol dir jetzt auch rein. Ja, wir müssen ein Männchen suchen, das ein schönes Vorgleichen hat. Und wie geht's dir? Ja, hast du vielleicht Essen dabei? Ja, hab ich. Ach, es kommt mir rein. Danke. Ich habe nichts mehr an Nahrung. Also, ach. Oh. Okay. Das ist heftig. Irgendwie ist auch bei deinem Futter. Kannst du gerade noch dein Handy gucken? Ja, warte. Okay. Wie viel Blut hast du noch? Ich hab 500 dabei. Wie viel? 500. Darf ich dir meine restlichen geben? Ich meine, du warst ja vorhin sehr großzügig, auch wenn du mich mit der Aufnahme recht überrascht hast. Merkt ihr, sie will mich beißen? Was? Ich doch nicht. Ja, ja, ist schon klar, ich merke das. Alles gut. Ich nehme es gerne an. Ich hoffe, wir finden etwa ein Männchen, das mal ein höheres Level hat und nicht immer nur die Weibchen. Wir waren fleißig. Scheiße! Da! Runter! Hast du gelacht? Nein! Würde ich nie tun. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So, ich gehe mal hinter dich. Und du meinst, du bist hinter mir sicher? Ich hoffe es, dass sie dich jetzt mal anlutschen. Nicht mich. Das ist vom Schein. Siehst du, du hast eindeutig das süßere Blut als ich. Du siehst doch genauso schmackhaft aus, ne? Nein, ich habe einen Bart. Schere dabei, sonst würde ich mir jetzt auch mal schnell einen Vollbart machen. Hängt da vorne noch irgendwas im Baum? Ich hab keine Ahnung. Ich hab den Kompositbogen dabei. Soll ich mal die Low-Leveling runterschießen? Ja, mach mal, das wäre cool. Buch? Nein. Oh.
Okay, kein Grund, mich so anzuschreien. Das war wirklich außer Weg. Eigentlich brauchst du ja nur stehen bleiben, die lutschen dich ja von alleine wieder an. Da siehst du! Gibt doch nicht! Ich hab mich verschluckt, meine ich. Warte, ich muss da näher ran. Ich muss das sehen. Ach, da bist du, okay. Ja, ich kann durch das Gemüse hier oben drüber nichts sehen. Da bist du. Ah, wieder eins! Ich meine, oh, wie unangenehm. Das war eine Kacke. Warum? Runter, du blödes Mistvieh. Hat sie fressen. Ah. Oh, das war der Oh, die hast du erwischt. Ah! Oh, die haut sich mit dem Capo da. Ich gehe mal weg. Tschüssi. Die lutscht sich da hinten ganz dick. Na, wo sind denn die anderen? Ach, hast du eine Tüte? Ja. Da war was Neues. Oh. Was hat der da bei sich? Hm? Ich dachte, er hatte eine Pfütze oder irgendwas bei sich. Also das muss man sich dann halt mal merken, ne? Das ist halt nicht nur die Genesis, das ist auch das Lutschfest. Was ist los? Hä? Ich möchte doch nur von meinem Spino. Ja, wo bist du? Lutsch Sachi an, nicht mich. Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Meine Fresse. Haben sie dich so sehr gelutscht? Ja. So. Bin ich sicher. Hoffe ich. 2 Minuten später wird sie wieder weggelutscht. Ja. So. Und du? Sind das die einzigsten oder haben wir noch mehr? So, welche sein können. Also das 810er ist jetzt noch das andere höchste hier. Ja. Wir müssten mal an die Bäume dahinter. Du gehst vorne weg, du weißt, was du meinst. Ich glaube hinterher. Mhm. Ich habe ja keine Ahnung, wo dahinter du meinst. Das ist, meinst du da dahinter oder da dahinter?
Ich meine, da dahinter sind ja auch noch was. Hörst du wieder merkwürdige Geräusche, als mein Hund schläft wieder hinter mir auf der Couch und schnarcht. Alles gut. Solange er nicht erstickt, ist alles gut. Nee, also... Ist da oben ein Glitch auf dem Baum? Wo guckst du? Ich schau mal in meine Richtung. Oh ja, ja, da ist einer. Da sind, ich glaube, sogar zwei. Also müssen wir auch mal... Wurzelwerk und dann oben in der Krone irgendwo. Nee, jetzt weißt du, wofür wir die Plotstalker brauchen. Ich könnte mir ein Argentavis zähmen. Du weißt, dass man hier offiziell nicht fliegen kann. Ja, ja. Ich mach mal eben die Tür zu. Wieder, ich habe auch gerade mal die Gelegenheit genutzt und habe etwas gesümpelt. Mhm. Ich rase mal eben das Kristall ab. Wie bist du da hochgekommen? Na, über den Weg. Du musst da jetzt, warte, geh wieder zurück, bis zu dem, hinter dem Felsen kommst du jetzt hier links hoch. Ja. Weiter gehen, stopp, und dann jetzt hier rüber. Hast du die Störung schon? Nee, noch nicht, ich habe erstmal den Kristall abgebaut. Ich habe auf dich gewartet. By access to an old Earth text. This one's a letter from Jeremy Benham in the 1700s. It's describing a prison where the guards can see into every cell. The inspector's concealed from the observation of the prisoners, hence the sentiment of a sort of invisible omnipresence. The whole circuit reviewable. I'd say that's more than a bit ominous. Mm-hmm. Interessanter Text. Oh, du könntest mit deinem Platzdocker jetzt schon dich da hochschwingen und den anderen holen. Ich warte, bis du dann hast. Ich komme mit den Viechern nicht klar. Keine Übung. Das meine ich jetzt nicht nur zum Spaß. Ja, ich weiß, die Störung ist sehr merkwürdig. Ich hätte jetzt Scheiße gesagt, aber okay. Alles eine Sache der Gewöhnung und der Übung. Hier müssen welche sein. Also ich weiß, dass sie hier unten drunter mal gerne welche hängen. Von den Dingern.
Ja, da ist doch was. Da. Nee, das ist ein Deodon-Schwein. Da hängen zwei. 780 und 750. 780 wäre immerhin das Männchen. Dann wollte ich es lutschen. Oh, bei meinem Glück ist es das Weibchen, was mich zuerst erwischt, weil die nicht weiter vorne ist. Ach da. Halt oben. Weiter werde ich mal mit dem Spino nicht kommen. Nee. Meinst du, die trifft sie von hier unten? Ich scheine sie von hier unten nicht zu treffen. Oh! Wen habe ich getroffen? Oder warst du das? Ich habe es versucht, aber... Du hast was getroffen? Das Männchen ist unten. Hä? Das Männchen ist unten. Ja, sehr schön. Also so viel zum Thema Top Raulbar. Was denn? Ich stehe direkt vor ihm und er macht einfach nichts. Okay. Außer mir rumskippen. Ich sag ja, du hast irgendwie so eine unendliche Ja, willst du vielleicht wehren oder so? Soll ich mich wehren? Wir sind jetzt schon bei 2%. Okay, ich werde gerade angegriffen. Ja, weil du ein Capo an dir hast. Und noch einen. Arsch. 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 Geh auf den Spino und... Oh, jetzt steig du mal ab, vielleicht unter dich jetzt. Ernsthaft? Ja. Warum? Weil er mich nicht gelutscht hat, er hat mich angegriffen. Der hat mir mein Oberhemd kaputt gemacht, das war aus Metall.
Also offensichtlich möchte mich die regulären Viecher nicht lutschen. Männlich 300. Nö. Geht mir ja gleich, wenn es gegen sich kann. Ja. Okay, erst muss er kacken, dann heilt er sich. Der Egoaldon kam da eben runtergeflogen. Auch schön. Ja, da ist das 570er Weibchen. Was mich angefangen hatte, auszusagen. Ach, ernsthaft. Mach die beiden mal kaputt, mach die beiden mal kaputt. Die sollen die Locken kommen. Hat sich ausgelutscht. Autsch, das wird gleich wehtun. Ja, das tut weh. Scheiße. Also ich sag's mal so, mich wollen die nicht lutschen. Schmeckt ihn vielleicht nicht. Diese Folge nenne ich die Sache mit den Lutschis. Die nicht lutschen kommen wollen. Das sieht sehr interessant aus. Mhm. Tja. Und noch? Ja, keine Ahnung. Da unten ist noch irgendwo ein ziemlich wütendes Weibchen rumlaufen. Okay. 120. Ah ja, ich sehe sie. Warte. Also, die war mal da. Ach, wenn doch mein Handy noch nicht hängen würde. Das wäre so schön.
Mal schauen, welche Richtung muss ich gucken, dass ich diese. In D. So, 11% habe ich schon. Was sagst du? Naja, 810, dann haben wir wenigstens schon mal zwei hochlevelige Weibchen. Ja, für den Fall, dass wir mal irgendwann mit einem Menschen um die Ecke kommen. Ach, der dich auch nicht anlutscht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich sehe wahrscheinlich nicht appetitlich genug aus mit meinem Vollbart. Ganz ehrlich, für die nächste Aufnahme werde ich mir ein Bart machen. Auf die Aufnahme freue ich mich jetzt schon. Oh weh, die lutschen mich dann noch an. Was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Ich muss auf jeden Fall nachher viel Eisen investieren. Mhm. Bessere Rüstung und die ist fast alles kaputt. Mhm. Mein Stoffhemd, das ist golden, das ist auch fast kaputt. Jetzt gerade eben von dem zweimal hochziehen, die eine hat mich ja zweimal fallen lassen. Mhm. Schuhe habe ich auch schon wieder keine an. Mann! Tja. Die eine werde ich Zecke nennen, die andere Zicke. So. Okay, cool. Sind die eigentlich schon wieder neu gespawnt? Hat mir ja vorhin auch schon wieder. Ich habe einen Frosch versucht, gerade unter mir durchzuschwimmen. Ich hab das nicht. Nö, ich glaube, da hängt ein bisschen arg fest. Ich bin doch in Game. Mhm. An mir hängt es nämlich gerade. Jetzt wir finden heute noch ein Männchen. Ich weiß es nicht, es wäre schön. Ist noch irgendwas Interessantes, was man noch zähmen könnte in der Nähe? Zehn,
immer noch einen, aber den sehe ich gerade nicht. Guck mal, direkt vor mir ist so eins aufgetaucht. Ui, da sind noch einige aufgetaucht jetzt. Du bist ein... Weibchen 850 und das andere ist ein Weibchen 850. Lol. Hallo, wir brauchen Kerle. Komm, lass dich auch anlutschen, wenn hier schon zwei sind. Naja, ich stehe hier, sie könnten mich lutschen. Kommt, Ladies, hier ist ein kerniger Kerl. Mit Bart. Also ich guck hoch zu ihnen in ihre Richtung. Ich meine, die haben dich ja auch von deinem Spiel runtergezogen, ne? Nein. Nicht? Ich stand immer entweder vor oder neben ihm. Denke ich mal eben gerade vor seinem. Also sitz. Ich bleib mal immer auf seinem Sattel sitzen. Ja, jetzt hat mich eine geholt. Ich habe nichts gemacht und der hat mich fallen lassen. Sau viel. Oh, ich glaube, da ist noch was runtergefallen. Oh ja. Mir, dass es mich töten will. Ein 800er, okay. Keine Ahnung, wer der war. Und was das für einer war. Was war's? Keine Ahnung, es war ein 800er und der war dann tot. Okay. Keine Ahnung, wo der herkam. Ich habe nämlich nicht gesehen. Naja, 50% haben wir jetzt. Rose hatte ich. RCS hatte ich. Ja, sie. Oh, da sitzt ja noch mehr da. Oder ist das so? Muss ich hingucken? Nur 57,1% Effektivität. Nö, dann habe ich keinen Bock drauf. Aua. Autsch. Hat einer meinen Spino gesehen? Ich kann mal gucken, ist das das? Oh ja, das hat mich was runtergeholt. Hm? Vom Speed. Warte mal. Das ist ein männlicher 900, aber der will mich angreifen, nicht hochholen. Ich weiß nicht so ganz warum. Hm. Ja, der will mich töten, der will mich zähmen. Aua. Vielleicht bin ich tot. Okay, und gegen was kämpfst du gerade? Oh je. Also das ist ein Männchen 900er und der will mich nicht zähmen. Also nein, der will mich nicht lutschen, der will... Der will dich nicht zähmen. Hallo? Autsch. Ja, der ist Akku, ich weiß nicht warum. Okay. Eigentlich müsste ich ihn jetzt dafür töten. Ich möchte ihn dafür töten. Gib meine Sachen nicht auf. Ich kann sie leider eh nicht sehen. Und ich weiß ja nicht, wo der jetzt hin ist. Ach, jetzt greift er ein Sego an, okay. Ja.
ich meine, yay, 900 Männchen, wenn es nicht so blöd wäre und ich mich erzählen lassen würde. Warte, ich tue mal mein anderes Stuff in Ilo rein. Kannst du mal aufhören? Ich komme aber jetzt auf dem schnellsten Wege zu euch. Ja, ja, ist okay. Ich hab jetzt gerade wieder was anderes gehört. Wird im Wasser landen? Oh, scheiße. Wie wär's denn, wenn du versuchst, mich abzurutschen und mich zu töten? Ich bin gleich tot, nur mal so. Also ich glaube, wir machen hier mal kurz einen Schnitt, das läuft irgendwie nicht so. Ei, jetzt hab ich mich auch so. Oi. Ja, das war zu erwarten. Doch? Ja, Ilo hatte keinen Bock mehr und hat das Vieh gekillt. Ja, du hast ihn wahrscheinlich noch auf. Ja, aber er ist auch kurz vorm Verrecken. Also, dass er dann da draufhaut, ist mir schon irgendwie ganz recht. Ich denke, ich gehe den erstmal heilen und dann gucken wir nochmal. Bis gleich.